Linda, fangen wir an? Ja. Okay. Alhamdulillah, wir sind live. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, also ich bezeuge und ich glaube von tiefstem Herzen, dass es keinen echten Gott gibt, keine echte Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Und ich bezeuge und ich glaube ganz fest von Herzen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist, sein Prophet und sein Liebling auf der Erde, der geschickt wurde zu allen Menschen. Ja, zu allen Menschen. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen zum Kinderunterricht. Inshallah ta'ala machen wir heute weiter mit unserem Unterricht. Und mit der Unterrichtsreihe Prophetengeschichten, ja, und wir werden heute inshallah über einen anderen Propheten sprechen, den ihr alle kennt, ja, auch wieder ein ganz besonderer Prophet, den Allah geschickt hat zu den Menschen. Und was sollte er machen, was war seine Aufgabe, was denkt ihr? Die Leute zu Islam. Seine Aufgabe war, die Menschen zum Islam zu rufen. Richtig, weil das war die Aufgabe von allen Propheten. Ja. Was bedeutet zum Islam zu rufen? Was bedeutet Islam? Dass die Menschen an Allah glauben. Dass die Menschen an Allah glauben, ja. Aber es gibt ja auch andere Leute, die sagen auch, wir glauben an Gott. Ja, und vielleicht reicht das trotzdem nicht. Was heißt das? Jenna? Warum machst du so viele Grimassen? Hä? Isst du einen Apfel und machst Grimassen wie immer? Apfel? Ja. Ich esse keinen Apfel, das ist ein Apfel. Jenna ist frech. Also, okay, was haben wir gerade gesagt? Also die Propheten, die haben die Leute gerufen. Khadija sagt, damit die an Allah glauben und damit sie, also die Leute zu Allah einladen. Dass sie Allah, an Allah glauben. Aber reicht das, wenn die Leute an Allah glauben? Nein. Weil es gibt zum Beispiel, es gibt ja auch andere, die sagen, wir glauben auch an Allah. Zum Beispiel Juden und Christen, die sagen, wir glauben an Allah, ne, an Gott. Aber sie glauben nicht nur an Allah, sie glauben an Allah, sie glauben aber auch zum Beispiel, sie sagen auch, Jesus ist auch Gott. Und sie sagen beispielsweise, der Heilige Geist ist Gott. Und andere Sachen sind auch Gott. Ja? Also für andere Menschen, die sagen auch, die glauben an Allah, an Gott, aber die glauben nicht nur an Allah. Ja, das heißt, deswegen, was ist die richtige Antwort, die ich hören will von euch? An einen Gott. An einen einzigen Gott, an ja? Allah. Genau, an Allah subhanahu wa ta'ala, einzig und alleine. Keine anderen Götter außer Allah. Ja, das war genau. Und genau, richtig Jolie, und damit die Menschen keine Ausrede haben, ja, wenn die Propheten zu ihnen gekommen sind und die haben ihnen alles erklärt und die haben die Botschaft von Allah gebracht. Alles gut, Sumaya? Reicht mit den Geräuschen? Ja, und dass die Menschen dann keine Ausrede mehr haben, weil dann haben die Propheten schon die Nachricht gebracht, ja, dass man an einen einzigen Gott glauben muss, nur ihn anbieten darf und nichts und niemand anderes, ja. Und wenn man das macht, kommt man für Ewigkeit immer ins Paradies. Und wenn man das nicht macht und man macht, was man will und man macht schlimme Sachen, dann kann man oder kommt man in die Hölle und wird bestraft im Jenseits, im anderen Leben nach dem Tod, ja. Und heute reden wir wieder über einen wundervollen Propheten. Und eine wunderschöne Geschichte, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle die Geschichte kennt von diesem Propheten. Und ich gebe euch nur einen kleinen Tipp. Ich weiß wieder.
Eigentlich ist es ein großer Tipp. Okay, machen wir es aber trotzdem. Falsch. Okay. Ich habe ja den Tipp noch gar nicht gesagt. dieser Prophet hat zu tun, seine Geschichte hat zu tun, ich gebe euch den ersten Tipp, das hat zu tun mit dem Meer. Gut überlegen, da ist ein Trick drin in dieser Frage. Da ist ein Trick drin, eine Fangfrage. Das haben wir letztes Mal nach dem Tunnel gelernt mit Wasser. Die Geschichte von den Propheten hat auch mit dem Meer zu tun, mit Meereswasser. Überlegt gut. Mit dem Stock? Wer war denn mit dem Stock? Welcher Prophet hat denn den Stock? Und hat das Meer aufgemacht? Musa alaihi salam, richtig. Haben wir nicht schon über Musa gesprochen? Ja. Wir haben schon über Musa gesprochen. Jemand anders schreibt gerade Noah. Nuh alaihi salam. Haben wir nicht schon über Noah gesprochen? Ja, der hat so sein Schiff gebaut in der Wüste. Ganz am Anfang haben wir über Nuh auch gesprochen. Aber heute reden wir über einen anderen Propheten. Ah, fällt euch nichts ein? Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Nein, der hat doch nie das Meer gesehen. Jonas. Genau, richtig. Jolie war richtig. Und die Jungs da hinten haben auch richtig gelegen. Ja, wir reden heute inshallah über Jonas alaihi salam. Okay? So, und die Geschichte von Jonas alaihi salam ist eine schöne Geschichte. Ja, ist eine schöne Geschichte, von der wir auch vieles lernen können für unser Leben. Ja, von da können wir vieles für uns auch lernen. Ja, wie bei allen Geschichten eigentlich der Propheten. Da können wir selber davon Lehren ziehen, ja, und davon lernen. Und das ist auch dann am Ende des Tages ist auch nützlich für unser Leben. Ja, damit wir auch davon lernen. Deswegen hat uns Allah subhanahu wa ta'ala auch darüber berichtet. Ja, über diese Sachen berichtet. Okay? Yunus alayhi salam. Sumayya, könnt ihr bitte euch alle mal hinsetzen? Warum läuft ihr die ganze Zeit hier rum? Jenna, du auch? Ja, aber die ganze Zeit etwas holen, etwas in den Müll schmeißen, das stört doch. Guck mal, die Leute gucken zu, die sehen euch. Ja, ihr geht weg, ihr kommt, das macht Geräusche mit den Stühlen. Das stört den Unterricht, okay? Da können die Leute sich nicht gut konzentrieren. Okay, barakallahu fikum. Ihr könnt davor spielen, vor dem Unterricht, ihr könnt nach dem Unterricht spielen. Okay? Inshallah. Okay. Wa alaikum salam. Abdullah und Hamza sind dabei. Mashallah, gut. Okay, also. Ich glaube, ist dein Bruder dabei? Ilyas, von zu Hause aus? Ilyas ist krank? Der ist sehr krank. Der ist sehr krank. La bastaur, inshallah. Shafak Allah wa afak. Möge Allah dich heilen. Ilyas. Ja, Ilyas ist heute nicht bei uns. Also nicht heute hier bei uns zu Hause. Ja, aber inshallah, vielleicht ist er dabei. Und eure Cousins, inshallah, sind schon auch dabei aus Frankfurt. Also, machen wir inshallah weiter. Yunus alayhi salam, wer von euch kennt seinen richtigen Namen? Seinen ganzen Namen? Yunus? Ich denke noch. Du denkst nur? Wir haben davon gesagt. Ah, du denkst? Nein, er heißt Yunus, heißt er, aber sein ganzer Name. Wie wird er genannt? Wer weiß das, liebe Kinder? Yunus und sein anderer Name heißt Yunus. Khadija, was? Yusuf, nein. Das ist ein anderer Prophet. Ibn. Genau. Yunus ibn ist richtig. Ibn. Yunus ibn. M. Ibn. Yunus ibn Yusuf? Nein, das hat hier die Safia gesagt, aber das ist falsch. Yunus ibn mit M fängt es an. Mohammed. Nein, nicht Mohammed. Nicht Musa. Ah, da weiß das jemand. Das ist bestimmt Hudhaifa. Fatima Qaswara. Aber der heißt nicht Mats. Mats ist so wie Matthias. Ja? Mats. Nein, aber der wollte bestimmt ein A schreiben, ne? Halt ihr bitte auf mit den Stühlen. Ich mag's nicht. Kannst du bitte damit auch aufhören? Barakallahu fikum. Ja? Abdullah, Hudhaifa oder Fatima, könnt ihr es nochmal schreiben? Was meintet ihr mit Mats? Ihr meintet bestimmt was anderes. Mats. Nein, nicht Mats. Aber ich weiß, Sie haben es richtig, weil neben dem S auf der Tastatur ist ein anderer Buchstabe. Guck, hier ist S. Mata. Ja? Mata. Auf Deutsch oder was? Auf Arabisch. Mas. Psst. Ja, du bist falsch. Mas ist ein deutscher Minister. Nein, und Mas ist ein
Süßigkeiten. Ja, Süßigkeiten. Mars und Snickers. Nein. Okay. Sein Name, nein, Juni, auch nicht Musa. Der Name von diesem Propheten ist Yunus ibn Metta. Yunus ibn Metta. Du hast Mata gesagt. Mata. Metta. Ja? Hallo. Dawud Bra07, richtig, aber bitte, wenn du ein Erwachsener bist, Erwachsene dürfen nur für ihre Kinder schreiben. Ja? Das ist ein Kinderunterricht, bitte. Barakallahu fikum. Okay, also sein Name ist Yunus ibn Metta. Habt ihr das gehört, alle? Yunus ibn Metta. Usama, kannst du bitte richtig hinsetzen? Du bist hier nicht am Strand, Habibi. Ja? Yunus ibn Metta. Und wer von euch weiß, in welchem Land hat er damals gelebt, dieser Prophet? Wer weiß das? Palästin. Fast richtig, aber falsch. Nicht in Palästin. Mekka, Medina. Nope. Wer weiß von euch? Dann ist in Ordnung, du kannst auch lernen. Auch Erwachsene können auch ruhig mitmachen. Aber bitte nicht die Antworten schreiben, weil die Fragen sind ja hier an Kinder gerichtet. Ja, barakallahu fikum. Mashallah. Hudayfa oder Fatima Qaswara, einer von euch, sehr, sehr gut, aus Nainawa. Das ist eine Stadt, ein Dorf, eine Stadt, und das ist in der Provinz von Mosul. Mosul ist eine Stadt im Irak, ja, also nicht weit von Palästina, da wo auch Ibrahim a.s. war, im Irak, ja, im heutigen Irak. Das ist, wenn man in Mekka ist, dann fährt man nach oben, Richtung Norden, ja, ein paar tausend Kilometer, und also weiter oben. Wenn man in Palästina ist, da muss man nach Osten, ja, also nach rechts quasi auf der Landkarte, nach rechts, da ist Mosul. Eine Stadt und eine Provinzstadt, die heißt Mosul. Und davon gibt es einen Ort, der heißt Nainawa. Nainawa, okay? Und das war die Stadt von Yunus a.s. Ja? Also Yunus ibn Metta aus der Stadt Nainawa. Ja, aus der Stadt Nainawa, aus der Provinzstadt Mosul. Ja, die Stadt, die auch heute bekannt ist, im Irak. Okay, Yunus a.s. wurde zu seinem Volk geschickt als Prophet, als Nabi, ja, der zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft und der zu La ilaha illallah ruft. Und er hat sein Volk, ja, zu Allah subhanahu wa ta'ala gerufen und hat sie eingeladen zu La ilaha illallah. Und dass sie Allah subhanahu wa ta'ala dienen sollen und nichts beigesellen sollen. Kein Schirk machen und kein Kufr machen und nichts machen, was verboten ist. Und dass sie einen schönen Charakter haben und dass sie gute Menschen sind, die Allah subhanahu wa ta'ala und den Propheten folgen und die sich bemühen, gute Sachen zu machen und damit sie ins Paradies kommen. Okay? Und dann hat er sie gerufen und Da'wah gemacht und sie eingeladen und ihnen alles beigebracht. So, und als Yunus a.s. sie alle eingeladen hat zu La ilaha illallah und zu den guten Taten, was denkt ihr, wie viele ungefähr von ihnen haben an Yunus geglaubt und sind ihm gefolgt? Sein Volk war sehr groß in der Anzahl. Es waren sehr, sehr viele Menschen. Ich sage euch auch gleich, wie viele es waren, weil das steht sogar im Koran. 114. 100 war richtig, aber danach alles falsch. Falsch. Also, Khadija, was denkst du, wie viele Leute haben an ihn geglaubt? Ist es so gerade Zahl? So eine? Ich kann ja nicht sagen. Wie viele? Eine gerade Zahl? Allahu a'lam. Okay. Wie viele Menschen? 100. 100 Menschen haben an ihn geglaubt? Nein, und mehr. Also. Und irgendwas 70. Okay, das ist leider falsch. Das ist leider falsch. 100? Das ist leider falsch, ja. Nicht mehr raten, nicht mehr so einfach raten. 112 ist falsch. Ja. Wie viele haben an ihn geglaubt? Von den Männern und Frauen, reich oder arm oder Kinder, egal. Was denkt ihr? Keiner weiß es? Er hat mit ihnen Dawah gemacht auf beste Art und Weise und er war richtig, richtig schlau. Und Allah hat ihm Hikmah gegeben, Weisheit. Er wusste ganz genau, wie man schön die Leute einladen kann und denen das alles super erklären kann. Und er hat ihnen die Beweise gebracht, damit die auch wirklich an Allah glauben und ins Paradies gehen. Ja?
Wie viele haben an Yunus geglaubt, an Allah subhanahu wa ta'ala, also Yunus gefolgt und haben an Allah geglaubt? Kein einziger. 0,0000. Kein einziger Mensch. Ja? Nein, die Anzahl von den Menschen, wie viele waren sie? Allah sagt im Koran, sie waren 100.000 oder mehr. Mi'atu elfin au yazidun. Sie waren 100.000 Menschen oder sogar noch mehr. Subhanallah. Ja? Also ist schon eine Stadt. 100.000 ist schon eine Stadt. Ja, ist kein Dorf. Ein Dorf hat zum Beispiel 2.000 Menschen, 1.000 Menschen, 10.000 Menschen. Das sind Dörfer. Ne? Aber 100.000 oder Hunderttausende, das sind ja schon Städte. Richtige Städte. Ja? Und diese Menschen überall in der ganzen Stadt, nicht ein einziger Mensch hat an Allah geglaubt. Subhanallah. Und er hat sie gerufen und er hat ihnen das alles beigebracht und er hat mit schönster Art und Weise Dawah gemacht. Ihnen alles erklärt, hat ihnen Beweise gebracht. Subhanallah. Und kein einziger Mensch wollte an Allah glauben. Sie waren alle, sie wollten nur Schirk machen und Haram machen und sie haben überhaupt nicht an ihn geglaubt. Und dann, wisst ihr, was dann passiert ist? Usama, was machst du bitte in der Küche, Habibi? Ja, ihr wollt die ganze Zeit etwas. Könnt ihr das bitte vor oder nach dem Unterricht machen? Guck mal, ich lasse euch vor dem Unterricht Zeit, nach dem Unterricht Zeit, ja? Ihr habt so viel Zeit vorher und nachher. Ihr könnt spielen, essen, trinken, alles. Aber bitte nicht während des Unterrichts die ganze Zeit aufstehen. Der geht dahin, der geht dahin. Der macht Kühlschrank auf, der geht da. Ich mag das nicht. Das stört mich und das stört dann alle. Okay? Nimm dir hier, guck mal, hier ist Wasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, ohne und mit. Nimm dir bitte ein Glas. Bleibt jetzt bitte alle sitzen, okay? Bis wir fertig sind vom Unterricht. Ich vergesse auch, wo ich dann dran bin und so, okay? Oder ich vergesse die Sachen, die ich erklären wollte. Okay, Habibi? Alles gut? Danach nicht mehr aufstehen. Okay. Wo war ich stehen geblieben? 1000 von Menschen haben nicht. Ja, genau. Also gar keiner hat an Allah geglaubt. Obwohl er so lange mit ihnen super Dawah gemacht hat. Wisst ihr, was dann passiert ist? Allah hat ihm gesagt, zu Yunus gesagt, er soll seinem Volk sagen, dass Allah ihnen nur 3 Tage Zeit lässt. Ja, Allah gibt ihnen 3 Tage Zeit. Entweder sie glauben jetzt an Allah, oder Allah wird Strafe schicken. Und Allah wird sie allesamt bestrafen. Ja, und das kann ja verschieden aussehen. Es kann sein, dass sie bestraft werden mit einem Erdbeben, oder mit, es kann sein, dass sie bestraft werden mit einem, eine Überschwemmung sie erreicht und alles und sie ertrinken, oder dass sie zum Beispiel verhungern oder viele andere Sachen, ja? Und dann kam die Nachricht zu Yunus a.s. Yunus a.s. war dann wirklich richtig, richtig sauer auf sein Volk, weil er sie so lange eingeladen hat und ihnen alles schön erklärt hat. Und nicht mal einer wollte an ihn glauben. Keine Frau, kein Mann, kein Kind, kein armen, nicht arme Menschen, nicht reiche Menschen. Keiner, kein einziger wollte an Allah glauben und Gott anbeten. Ja? Dann hat Allah ihm diese Nachricht gebracht. Geh zu deinem Volk und sag denen, wenn sie in 3 Tagen, ja, wenn sie in 3 Tagen nicht an Allah glauben, dann wird die Strafe von Allah kommen und sie alle vernichten. Ja? Yunus a.s. ist zu seinem Volk gegangen. Was machen die da alle? Das nächste Mal, inshallah, bitte keine kleinen Kinder mitbringen zum Unterricht, okay? Sagt ihr es inshallah euren Eltern. Ich möchte keine kleinen Kinder, die hier Purzelbäume machen und so. Das passt nicht zum Unterricht. Ja, das stört. Dann guckt ihr alle dahin und ihr seid nicht konzentriert. Mensch. Ich habe das auch schon mal gesagt, subhanallah. Also, hier, hallo, hier hingucken. Was dann passiert? Yunus a.s. hat es seinem Volk gesagt. Er sagte zu ihnen, ja, er sagte zu ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch gesagt, wenn ihr nicht an Allah glaubt, ja, Allah wird euch, er gibt euch nur noch 3 Tage Zeit, ansonsten wird er euch bestrafen, schon hier in der Dunya, im Diesseits.
Und dann nochmal später im werdet ihr in die Hölle kommen. Ja? Yunus a.s. war richtig sauer auf sein Volk und er hat das denen gesagt, weil er hat so viel Geduld mit denen gehabt, er hat so viele Jahre mit ihnen Dauer gemacht. Ja? Und am Ende hat trotzdem keiner an ihn geglaubt, bis Allah subhanahu wa ta'ala auf sie zornig wurde und Allah sie bestrafen wollte. Ja? Dann hat das Yunus a.s. ihnen gesagt und dann war Yunus so sauer, dann hat er gedacht, ich mache jetzt Hijra. Diese Leute, die werden von Allah bestraft werden und sie kümmert das nicht, was Allah ihnen sagt und sie wollen gar nicht ins Paradies. Dann sagte er, ich gehe jetzt weg von hier, von diesem Volk. Ich werde jetzt auswandern und ich bin ein Muhajir, ich mache Hijra für Allah. Ja, ich werde einfach auswandern für Allah subhanahu wa ta'ala. Und mir ist das egal. Ja, diese Leute, die hören einfach nicht und die sind nicht vernünftig, die hier zuhören. Ja, diese Leute sind nicht vernünftig und nichts. Dann ist er einfach weggegangen von dort. Ja, er ist einfach weggegangen. Aber wisst ihr, was das Problem war? Allah Azza wa Jalla hat ihm gar nicht gesagt, dass er soll weg, dass er weggehen soll. Ja? Wahab muradiban. Yunus ist weggegangen, weil er sauer war auf sein Volk. Ja, er wollte unbedingt, dass sie alle ins Paradies gehen und dass sie gute Menschen werden, dass sie nicht bestraft werden, aber sie wollten ja nicht auf ihn hören. Ne, subhanallah. Und deswegen war er richtig sauer. Und dann ist er weggegangen von dort, weil er sauer war, ist er weggegangen, subhanallah, und er ist Richtung dahin gegangen, wo es das Meer gab, ja, Al-Bahr. Und dann ist er weggegangen und er war wütend und richtig sauer, aber er hat gar nicht Allah subhanahu wa ta'ala gefragt, ja, ob er überhaupt weggehen darf. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm auch gar nicht gesagt, ja, Jibril ist nicht zu ihm gekommen, hat ihm gesagt, Yunus, du sollst jetzt weggehen. Aber er hat das einfach von sich aus gemacht, weil er so wütend war, ja. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn erziehen wollen, ihm eine Lektion erteilen, dass er noch, ja, dass er mehr Geduld hat, dass er noch ein besserer Prophet wird, ein besserer Mensch wird, dass er auch nicht so schnell sauer wird, ja. Und was hat er dann gemacht? Was dann passiert? Dann ist er irgendwo hingegangen und dann gab es ein Schiff, ja, am Meer und da sind ganz viele Leute, ein großes Boot oder ein Schiff. Und dann sind ganz viele Leute sind auf dieses Boot draufgegangen oder auf dieses Schiff draufgegangen, ja? Und Yunus a.s. hat sich gedacht, ich gehe auch mit diesen Menschen woanders hin und ich mache Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala und ich diene Allah woanders. Okay? Und dann ist er von dort weggegangen und ist auf dieses Schiff draufgegangen. Und was ist dann passiert? Dann waren sie auf diesem Schiff und dann kam die Nacht und es wurde dunkel, ja? Und es wurde ganz, ganz dunkel. Und was dann passiert? Dann hat es angefangen, dass die Wellen immer größer und größer und größer wurden. Und das Schiff hat dann angefangen, richtig, ja, so in den Wellen hin und her zu, wie sagt man das nochmal? Ja? Zu schwingen. Schwinken? Schwingen. Schwingen. Schwingen, ja, zu schwingen. Keine Ahnung, wie man das nennt, ja. Es war richtiges, das, ja. Das Meer war richtig, ja, war richtig, es waren richtig große, riesige Wellen und es war richtig unruhig, ja, und dann hat angefangen, und die Leute, die alle da drauf waren, haben angefangen, Angst zu haben. Warum? Weil dann ist schon, hat schon angefangen, yani Wasser an Bord, über Bord, oder an Bord, in, yani in das Schiff reinzukommen oder in das Boot reinzukommen, und dann haben sie Angst gehabt, ja, dass das untergeht. Und sie haben schon gemerkt, dass es langsam untergeht. Was haben sie dann gemacht? Dann haben die gesagt, dass das Boot ist jetzt zu schwer geworden, wir werden alle ertrinken. Ja, wir werden alle ertrinken. Was haben sie gesagt? Da haben sie gesagt, wenn es so weitergeht, dann werden wir alle sterben. Was sollen wir jetzt machen? Dann haben sie gesagt, es muss einer oder mehrere von uns müssen springen, ja, müssen über Bord springen und entweder schwimmen oder sterben, damit wenigstens die anderen überleben. Ne? Ja, oder alle sterben. Was soll man da machen? Alle sterben? Nein, lieber ein paar werden gerettet, als dass alle sterben. Ja, vielleicht waren auch Kinder dabei. Oder Babys oder so. Deswegen haben die gesagt, okay, dann lieber geht einer oder mehrere runter und dann wenigstens überleben die anderen und überleben vielleicht die Kinder, die da sind und so. Ja, ist ja auch eigentlich schlau und gut, mashallah. Was haben sie dann gemacht? Okay, da haben sie, wer geht denn freiwillig runter?
Keiner wollte freiwillig runter, weil es war mitten im Meer und es war dunkel. Ja, und es war dunkel, es war die Nacht und es war das Meer und alles ist dunkel und kein Licht. Die hatten auch kein Licht gehabt. Subhanallah, die Wellen waren so riesig und im Meer gibt es ja auch vielleicht Fische und man kann, und das Wasser ist so kalt, da kann man ja auch erfrieren. Ja, subhanallah, keiner wollte freiwillig runter. Dann haben die gesagt, okay, wenn das so ist, dass keiner freiwillig runtergeht, dann müssen wir das auslosen. Ja, wir machen einfach ein paar Lose und wir losen das aus. Wen das Los trifft, er muss über Bord gehen und in das Wasser springen. Ja, und er soll dann versuchen zu schwimmen. Ja, vielleicht schafft er das, irgendwo hin zu schwimmen, auf eine Insel oder so. Vielleicht wird er gerettet, vielleicht nicht. Dann haben sie das gesagt, okay. Dann haben sie ein paar Lose gezogen. Und dann haben sie ein Los gezogen. Und auf wen hat das Los, wen hat es getroffen? Das Los hat dann Yunus a.s. Getroffen. Und die anderen Leute haben gesagt, aber Yunus ist so ein guter Mensch. Wir können ihn noch nicht über Bord werfen. Dann haben die gesagt, okay, dann machen wir es noch einmal. Dann haben die seinen Namen wieder reingemacht in die Dose. Und haben dann wieder einen losgezogen. Was denkt ihr, wer dann rausgekommen ist? Yunus. Wieder war es Yunus, ein zweites Mal. Subhanallah. Dann haben sie wieder den Namen gesagt, nein, komm, nicht Yunus. Yunus a.s. ist ein wundervoller Mensch. Er ist ein Prophet von Allah. Dann haben die seinen Namen wieder reingeworfen. Und dann haben sie wieder es gemischt. Und dann haben sie zum dritten Mal rausgenommen. Und es war wieder Yunus a.s. Subhanallah. Ja, dann kann man merken, Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass genau Yunus es ist. Ja, Allah hat diese Wellen geschickt und das so, ja, so gemacht, damit genau Yunus auch ins Wasser geht. Weil Allah wollte Yunus a.s. prüfen. Und Allah wollte ihn testen, ob der ein richtiger Gläubiger ist und ob der ein richtiger guter Prophet ist. Und dass er ein dankbarer Diener ist von Allah, der auf Allah vertraut, der keine Angst hat, der immer Dawah macht, der immer auf Allah hört. Ja? Allah hat ihn dann geprüft. Ja? Und was ist dann passiert? Dann ist Yunus a.s. hat sein Qamis ausgezogen und dann ist er ins Wasser reingesprungen. Ja? Was hatte der unter seinem Qamis? Das ist keine Frage, die man stellt, Habiba. Ja, man stellt diese Frage nicht. Das ist auch unwichtig. Was er anhatte oder nicht anhatte und so, brauchst du nicht zu fragen. Es war ein Prophet von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann ist er ins Wasser gesprungen. Und als er ins Wasser gesprungen ist, ja, nicht so eng bitte. Ja, als er ins Wasser gesprungen ist, was dann passiert? Allah subhanahu wa ta'ala hat wen vorbeigeschickt? Allah hat dann zum Wal gesagt, ein Wal, ja, er hat zum Wal gesagt, dieser Wal, der soll Yunus, ja, er soll ihn schlucken. Aber er soll ihn nicht beißen und keinen Knochen brechen. Er soll ihn nur runterschlucken in seinen riesigen Magen. Ja, weil der Wal, ich weiß ja, wie groß, es gibt ja Wale, die sind so groß wie ein Haus, so groß wie ein Bus oder so, ja, riesig. Ja, und dann hat er seinen Mund aufgemacht, ja, und dann hat er Yunus a.s. komplett verschluckt und plötzlich war Yunus a.s. mitten im Bauch vom Wal. Subhanallah. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Ja? Ja. Hajib, oder? Könnt ihr bitte aufhören, einfach ins Kommentarfeld zu schreiben? Ja? Das ist ein Unterricht für Kinder. Wenn ich Fragen stelle, können die Kinder gerne antworten. Ja, wenn ich Fragen stelle oder wenn Kinder eine Frage haben. Aber ich bitte inshallah die Erwachsenen, die mitgucken, die können gerne mitgucken. Aber bitte einfach keine Kommentare schreiben. Ich will sie nicht, wir wollen sie nicht lesen und ich will auch keine Fragen beantworten. Ja, ich will mich konzentrieren auf den Unterricht. Jazakumullahu khairan. Okay? Ganz easy inshallah. Man kann mir privat schreiben, wenn man Fragen hat oder so. Jazakumullahu khairan. Ja? Also. So, und dann war auf einmal Yunus a.s. ja, im Bauch von diesem Hut,
von diesem Wal, von diesem riesigen Wal. Und zuerst hat er gedacht, er ist vielleicht gestorben. Und dann hat er gemerkt, er lebt. Ja, er lebt. Und dann hat er erst gemerkt, dass er in diesem Wal drin ist, im Bauch von einem Wal. Subhanallah. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht darüber im Koran und er sagt, في ظلمات ثلاث. Ja, ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. Er war in drei Dunkelheiten. Ja, erstens, es war ja nachts und es gab gar kein Licht und keine Lampen, gar nichts. Und dann war der auch mitten im Meer. Das Meer ist ja auch dunkel, ja, da ist ja auch gar kein Licht. Und er war noch im Bauch vom Fisch, wo es auch kein Licht gibt. Ja, er war überall, alles war dunkel. Subhanallah. Und stellt euch mal vor, wir wären da drin. Wie viel Angst hätten wir? Ja? Und wisst ihr, was dann passiert ist? Allah subhanahu wa ta'ala hat Yunus alayhi salam etwas ganz Besonderes hören lassen. Wisst ihr was? Er hat ihn hören lassen, wie die anderen Fische im Meer Tasbih machen. Ja? Subhanallah sagen. Ja? Allah sagt im Koran, ja? وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Alles, was es gibt im Universum, ja? Alles, was es gibt im Universum, macht Tasbih von Allah. Ja? Alles macht Subhanallah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ja, die Sterne im Himmel und die Sonne und der Mond und die Bäume und die Steine und die Vögel und die Fische. Alles macht Tasbih. Allah subhanahu wa ta'ala hat Yunus alayhi salam das hören lassen, wie die Fische Tasbih machen. Ja? Psst, Jenna, konzentriert euch, ja? Und Yunus alayhi salam hat dann auch etwas ganz, ganz Schönes gemacht. Ja? Schaut mal, wenn die Menschen in so einer Lage sind, was würden die machen? Normale Menschen, die würden schreien, Hilfe, Hilfe. Die würden vielleicht, wenn sie ein Handy haben oder ein Telefon, sie würden die, ja, einen Krankenwagen rufen oder die Feuerwehr oder die Mama oder Papa. Oder, ne? Polizei. Oder Polizei, die würden irgendwie Hilfe rufen. Ja? Aber Yunus alayhi salam war ein richtiger Diener von Allah. Und er hat richtig Glauben an Allah, dass Allah derjenige ist, der am meisten helfen kann. Und die richtige Hilfe ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat zuerst Sujud gemacht zu Allah. Ja? Er hat gebetet im Bauch von einem Wal. Er hat sich einfach niedergeworfen. Ja? Und gesagt, Subhana Rabbi al-A'la. Ja? Er hat Tasbih gemacht von Allah. Und Allah lob, ja, gelobt. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Weil er weiß, er ist ein richtiger Gläubiger. Er ist ein richtiger Mu'min. Ein richtiger Muslim. Er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala kann ihn retten. Ja? Und dass Allah es so geschrieben hat für ihn, dass er da reinkommt. Ja? Subhanallah. Und was dann passiert? Er hat Sujud gemacht zu Allah subhanahu wa ta'ala und hat gesagt, oh Allah, ich mache zu dir Sujud in diesem Platz, ja, im Bauch von einem Fisch. Niemand vor mir und niemand hat jemals Sujud gemacht für dich in diesem Platz. Es gibt ja keinen, der schon mal in einem Bauch drin war und Sujud gemacht hat. Ja? Und er hat daran gedacht, oh Mashallah, ich mache etwas Besonderes für Allah. Ich mache Sujud da, wo es niemand sonst vor mir gemacht hat. Ja? Und dann hat er etwas anderes Schönes gemacht. Und zwar hat er dann Tasbih gemacht. Ja? Er hat dann Tasbih gemacht. Safiya, hast du aufzuspielen, Habiba? Ja? Er hat dann Tasbih gemacht. Und er hat Tawhid, ja, La ilaha illallah gerufen, weil er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala es liebt, dass man sagt, La ilaha illallah. Was hat er noch gemacht? Er hat Tauba gemacht, ja. Was bedeutet Tauba auf Deutsch? Was bedeutet Tauba? Was denkt ihr? Hm? Wer weiß, was Tauba heißt auf Deutsch? Weißt du es, Osama? Bitte? Ich glaube, wenn man ich,
Weißt du nicht? Also auf Deutsch sagt man dazu Reue, dass man bereut. Ja? Bereut. Dass man Allah, zu Allah zurückkehrt, wenn man Fehler gemacht hat. Hört ihr zu? Dass man Allah um Vergebung bittet. Oh Allah, vergebe mir. Das ist Tauba machen. Ja? Es gibt eine Sura im Koran, die heißt Suratu Tauba. Ja? Dass man bereut, wenn man Fehler gemacht hat, dass wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man, Jinnah, kannst du dich bitte konzentrieren? Okay. Ja, dass man Allah um Vergebung bittet. Oh Allah, vergebe mir. Ja, aber wir machen ja alle Fehler. Und Allah liebt das, dass man zu ihm zurückkommt und sagt, oh Allah, ich habe Fehler gemacht. Ja, ich habe etwas Falsches gemacht. Bitte vergebe mir. Ja. Und das hat Yunus a.s. gemacht. Er sagte, eine ganz besondere Dua, die müsst ihr alle lernen. Ja. Wenn man Probleme hat im Leben, wenn man krank ist, wenn man kein Geld hat, wenn man große Schwierigkeiten hat, wenn man, egal was passiert im Leben, ja, dann muss man immer diese Dua sagen, die Yunus gesprochen hat, als er im Bauch war von diesem Fisch. Er sagte, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Er sagte, La ilaha illa ant. Ja, also La ilaha illallah. Er sagte, oh Allah, du bist der einzige Gott, den man anbeten darf. Ja, er sagte, La ilaha illa ant. Es gibt keinen echten Gott außer dich, ja Allah. Und dann sagte er, Inni kuntu min al-zalimin. O Allah, ich habe Fehler gemacht, verzeih mir bitte. O Allah, ich habe Unrecht getan, ich habe Fehler gemacht, ich habe Sünde gemacht, bitte vergebe mir meine Sünden. Ja? Subhanallah. Und schaut mal, diese Dua, die er gemacht hat, hat ihn gerettet. Hat ihn gerettet. Wisst ihr warum? Allah sagt im Koran, فَلَوْلَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Wenn er, Yunus a.s., wenn er nicht von denen gewesen wäre, die Tasbih machen, so wäre er, Yunus, im Bauch von diesem Fisch geblieben bis zum Tag der Auferstehung. Er wäre niemals da rausgekommen. Subhanallah. Das heißt, ja, die Errettung für ihn, ja, die Errettung, die Hilfe von Allah, die er bekommen hat, ist zu ihm gekommen dadurch, dass er Tasbih gemacht hat. Dadurch, dass er gesagt hat, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Er sagte, La ilaha illa ant, es gibt keinen echten Gott außer dich, ja Allah, subhanak, du bist gepriesen bist du, ja Allah. Alles Lob gebührt dir, ja Allah. Ich habe Fehler gemacht, vergebe mir. Ja? Die beste Dua, die man sprechen kann, wenn man Probleme hat in seinem Leben. Ja? Wenn man Probleme hat und man möchte raus aus diesen Problemen. Dass man Tauba macht und dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Ja? Und das hat Yunus alaihi salam gemacht. Und das ist eine Lektion für uns. Das müssen wir uns immer merken. Wenn wir Probleme haben, müssen wir immer zu Allah zurückkehren. Und Allah anbeten, ja, und zu Allah Dua machen und Tauba machen. Allah um Vergebung bitten. Weil wenn wir Probleme bekommen, dann war das meistens deswegen, warum? Weil wir vorher Sünde gemacht haben und etwas Falsches gemacht haben. Ja, und wenn man nach den Fehlern Allah um Vergebung bittet, dann passiert das inshallah was? Passiert es, dass wir dann inshallah ta'ala, dass Allah also in uns dann hilft aus diesen Problemen. Okay? طيب إن شاء الله. Was dann passiert? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu Yunus, und daraus aus dieser Geschichte kann man vieles lernen. Ne? Schaut mal. Normalerweise, die haben ja Yunus vom Schiff rausgeworfen, ja, in das Meer. Und er ist dann ins Meer reingesprungen, mitten im Meer. Da war ja kein Strand und keine Menschen und keine Rettungsringe oder irgendwas. Da war ja niemand. Normalerweise wäre er dort ertrunken, ne? So, normalerweise wäre er ertrunken. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm geholfen, dadurch, dass der Wal ihn genommen hat in seinen Bauch rein, ne? Weil wenn er nicht, stell dir mal vor, der wäre im Meer geblieben. Ja, wie lange kannst du denn schwimmen? Du kannst schwimmen, 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 irgendwann kannst du nicht mehr schwimmen, weil du bist müde und schläfst ein, oder du hast keine Kraft mehr, oder Fische essen nicht auf. Ja, so Haie, die dich beißen. Subhanallah.
Ja, dann kannst du sowieso nicht mehr und dann ertrinkst du im Wasser und dann schluckst du Wasser und kannst nicht mehr atmen und dann stirbst du. Deswegen, Subhanallah, schaut. Ja, normalerweise, die haben den vom Bord geschmissen, damit die gerettet werden und er stirbt. Aber er ist nicht gestorben, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm geholfen. Dadurch, dass er von einem Wal quasi gegessen wurde, hat Allah ihm geholfen. Warum? Weil dieser Wal hat ihn genommen, irgendwo mitten im Meer. Und Allah wollte ihn als Taxi benutzen. Ja, dieser Wal war wie ein Taxi, wie ein Bus. Hat ihn abgeholt, in den Mund, in den Bauch rein. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala, als er gesehen hat, dass er Tasbih gemacht hat und Tauba gemacht hat und Sujud gemacht hat und Allah geglaubt hat und er hat auch Hoffnung gehabt. Der hat Allah angebetet, der hatte Hoffnung, der weiß, Allah kann alles machen. Allah kann mich retten. Ja? Allah ist mit den Gläubigen. Was hat er gemacht? Allah hat ihn an diesen Wal geschickt, er kam in seinen Bauch rein und dann hat dieser Wal Yunus genommen und dann hat er ihn gebracht irgendwo ein paar Kilometer ganz weit weg, wo es einen Strand gab und dann hat Allah zu ihm gesagt, er soll ihn dort ausspucken. Ja? Ausspucken, da wo es Strand geht, damit er zum Land kommt, ja, zu Land kommt und gerettet wird. Und dann hat er ihn dort rausgespuckt, direkt am Strand, ja, und dann konnte er ja laufen bis zum Sand, ne, bis zum Ufer quasi, wo es Sand gab oder Steine. Und, aber weil er in diesem Bauch drin war, da war ja Salzwasser. Im Magen vom Wal ist ja auch Wasser drin, ist ja Salzwasser. Wenn man da zu lange drin liegt, dann wird ja deine Haut, ne, deine Haut wird dann quasi dadurch verletzt, ne, weil es ja Salz. Ja, und das, du kannst ja nicht, wenn du zum Beispiel einen ganzen Tag im Wasser, im Salzwasser drin bleibst oder mehrere Tage, dann wird deine Haut komplett verletzt. Und er hat ja nur in diesem, ja, in dem im Bauch vom Wal gelebt, ja, wo es vielleicht auch nicht so viel Wasser, Sauerstoff gab, etc. Deswegen wurde er ganz, er hatte nichts zu essen und so, deswegen wurde er ganz, ganz schwach und krank, ja, aber er hat gelebt, er hat ja überlebt. Und dann war der am Strand. Als er am Strand war, am Ufer war, und die Sonne scheint, und seine Haut war ja voller Salz, das brennt ja dann, ne, das brennt richtig, noch mehr, weil das noch salzig ist. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala für ihn dann gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala hat für ihn sofort eine Pflanze erschaffen, ja, eine Pflanze, die direkt groß geworden ist. Und diese Pflanze ist, wisst ihr, welche Pflanze das war? Wer weiß das? Ich sage euch nur, das ist ein großes Ding. Eine Palme. Nein, ein großes, rundes Ding. Eine Aloe Vera. Eine Aloe Vera, nein, keine Aloe Vera. Ein großes, rundes Ding. Und das kann man auch essen, das ist lecker, kann man Suppe von machen und so. Und das hat ganz große Blätter. Ja? Mangobaum, falsch. Süß. Jenna. Ein Kokosnussbaum, noch falsch, auch falsch. Jenna? Nana. Aber fängt auch mit K an. Nana. Oh, ein Nana-Tee. Gut, Jenna, falsch. Nein, ein. Fängt auch an mit K wie Kokosnuss, aber keine Kokosnuss. Kartoffeln. Kann man eine Suppe mitmachen und so leckeres Essen? Kartoffeln. Ja. Ja, das war bestimmt Raswala oder Fatima war das. Kürbisbaum. Ein Kürbisbaum. Richtig. Ein Kürbisbaum. Wisst ihr, warum ein Kürbisbaum? Warum hat Allah für ihn einen Kürbisbaum erschaffen? Damit der das essen kann. Damit der davon essen kann? Gut. Ja, das ist, naja, auch. Aber warum ein Kürbisbaum? Ein Kürbisbaum, die Blätter von einem Kürbisbaum sind ganz groß. Und die kommen dann über seinen Kopf, ja, so, und die bringen dann Schatten, so wie ein Schirm, ne? Das ist wie ein Schirm quasi, subhanallah, ja? Und damit die Sonne nicht auf seiner Haut brennt und er quasi, und das brennt dann, ne? Damit er gesund wird, damit seine Haut wieder gesund wird. Und wisst ihr, was Allah noch ihm geschickt hat? Eine Gazelle. Wisst ihr, was eine Gazelle ist? Auf Arabisch sagt man Lirzel dazu, ja? Ein ganz, das so sieht aus ein bisschen wie eine Ziege, aber ein bisschen größer und hat diese zwei Hörner, sieht so schön aus, hat so schöne Augen und so. Ja. Und es war eine schwangere Gazelle und nicht eine schwangere, sondern eine Gazelle, die hatte Milch, ja. Und die ist jeden Tag zu Yunus gekommen und dann hat er Kürbis vom Kürbisbaum gegessen und die Kürbisblätter haben ihm dann quasi
Schatten geschenkt und das Tier hat ihm jeden Tag Milch gebracht, ja, bis er wieder gesund geworden ist. Okay? Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu Yunus gesagt, er soll wieder zu seinem Volk zurückgehen. Yunus alayhi salam hat sich gedacht, hä? Mein Volk? Mein Volk wurde doch vernichtet. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat zu mir, geh zu deinem Volk zurück. Dann hat Yunus alayhi salam gesagt, okay, dann ist er zu seinem Volk zurückgegangen. Und wisst ihr, was da passiert ist? Als Yunus alayhi salam nicht bei ihnen war, ne, die hatten ja nur 3 Tage Zeit, an Allah zu glauben. Ansonsten kommt die Strafe von Allah. Aber in diesen 3 Tagen, die haben dann gespürt, dass wirklich vielleicht die Strafe von Allah zu ihnen kommen wird. Und dann wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben alle Tauba gemacht und sie haben an Allah geglaubt. Und sie waren ja, wie viele waren das? Wisst ihr das noch? Wie viele waren das noch, Khadija? 100.000. 100.000 oder mehr. Mi'atu elfin au yazidun. Wisst ihr, wie viele von ihnen dann an Allah geglaubt haben? Alle. Alle, das ganze, die ganze Stadt. Männer, Frauen, Kinder, Arme, Reiche, einfach alle haben Tauba gemacht und haben gesagt, La ilaha illallah. Und haben dann an Allah geglaubt. Yunus alayhi salam, er dachte, sein Volk, die sind alle Kuffar und die wurden alle vernichtet. Allah hat sie alle getötet oder, ja, alle vernichtet oder bestraft. Aber Allah hat ihm gesagt, nein, geh zu deinem Volk zurück, dann wirst du sehen. Subhanallah, richtig, Juli, 100.000. Und dann ist er zurückgegangen und Subhanallah, ja, er kam zu seinem Volk und er hat dann gesehen, Jenna, nicht ziehen bitte, ja? Einen Moment, ganz kurz, Khadija, ja? Und dann hat er sein Volk besucht und dann hat er gesehen, Subhanallah, allesamt waren sie, ja, allesamt waren sie Muslime und alle haben an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Und Yunus alayhi salam hat dann gesehen, dass er war zu eilig. Allah hat ihm 3 Tage Zeit gegeben. Yunus alayhi salam hätte nicht sauer werden sollen. Ja, er hätte geduldig sein müssen, so wie die Propheten geduldig immer waren. Er sollte warten, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagt, was er dann machen soll. Ja, er wurde aber leider sauer und ist weggegangen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen auch diese Lektion gezeigt quasi. Ja? Einen Moment ganz kurz. Kann ich Ihnen vielleicht eine Frage stellen? Kannst du etwas, ja, du kannst etwas fragen. Also, was? Die müssten noch Leute von dem Boot, also jemand von dem Boot schmeißen. Aber das macht doch keinen Unterschied, wenn es nur ein Mensch ist. Nein, die haben, genau, die Khadija sagt, sie sollten ja eine Person vom Schiff, vom Boot runterwerfen, damit die nicht quasi, das Schiff nicht runtergeht, ja. Die sagt aber, wenn es nur einer ist, dann das macht ja gar keinen Unterschied. Nein, die haben eigentlich so das vereinbart, dass sie immer einen raus, also immer muss einer springen, bis das Schiff stabil bleibt und nicht untergeht, ja. Aber Yunus war halt auch einer unter denen. Okay. Ja? Und das war deine Frage? Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt sie gleich ein, inshallah. Eine andere Sache, die ich auch sagen wollte. Okay, ich habe es aber vergessen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ist er zu seinem Volk zurückgekommen und alle haben dann an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt und er hat das dann gesehen, Yunus alayhi salam hat das gesehen, hat sich sehr, sehr gefreut. Alle waren dann gläubig und es gab keinen Propheten, es gab keinen einzigen Propheten, wo sein ganzes Volk alle gläubig geworden sind, außer Yunus. Ja? Bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei Ibrahim, bei den meisten Propheten haben nur ein paar wenige geglaubt, die wenigsten sogar. Ja, bei den allermeisten Propheten, ihr wisst ja noch, bei Nuh alaihi salam nur so 10, 20 oder 80.
bei anderen Propheten nur ein paar, bei manchen Propheten nur zwei. Es gab Propheten, nur einer hat an ihn geglaubt. Es gibt auch Propheten, wo kein einziger an ihn geglaubt hat. Ja, hat Mohammed s.a.w. gesagt, ja, dass es Propheten gibt, kein einziger hat an Allah geglaubt. Und bei manchen nur ein, bei manchen nur zwei. Und bei Yunus a.s., er war der einzige Prophet, bei ihm haben alle an Allah geglaubt. Safia, guck mal, die Leute können nur deine Füße sehen, ne? Und vielleicht denken die, du bist nicht ganz normal im Kopf. Ja? Ist das normal, was du da machst, Habiba? Stimmt das, dass wir Menschen... Nee, das ist nicht gut, Habiba. Komm, setz dich mal bitte richtig hin. Ansonsten, wenn ihr zu viel spielt, dürft ihr auch nicht mehr zum Unterricht hierher kommen. Ja, dann müsst du auch von zu Hause aus gucken. Dann darf nur noch deinen Bruder gucken. Setz dich bitte richtig hin, Habiba. Komm, hab ein bisschen Geduld. Wir sind jetzt fertig, okay? Ja? Vielleicht. Also, das wollte ich dir fragen. Ja. Das ist jetzt nicht die Geschichte. Okay. Das gehört nicht zu der Geschichte. Das gehört nicht zu der Geschichte. Aber, also weißt du, wenn man in einer Moschee ist, wenn man betet, ja? Umzingeln dann Angels die Moschee? Bitte? Okay, was sind die zwei? Also, weißt du, wenn man in einer Moschee betet, ja, umzingeln dann Angels die Moschee? Ja, genau. Richtig. Ich wollte eigentlich noch etwas anderes rausgucken. Ja, ich habe das eigentlich, ich weiß, ich habe es nicht rausgesucht, aber gut. Ich kann jetzt größer. Fima. Nein. Was hat sie, ne? Du machst eigentlich gar nichts. Ich weiß. Wie lange war Yunus a.s. im Bauch von dem Fisch? Ja? Also sind das jetzt die Fragen? Nein, das ist jetzt eine Frage. Das, genau, das wollte ich eigentlich sagen, aber also, weil das, diese Frage kommt halt öfters, dass die Leute oder Kinder das fragen. Wie lange war der denn im Bauch von dem Fisch? Ja? Ehrlich gesagt, als erstes müssen wir sagen, im Koran und in der Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, steht darüber nichts geschrieben. Also es steht nicht geschrieben, 100% im Koran steht das nicht, in den Hadithen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht das auch nicht geschrieben. Also 100% sind wir sowieso nicht, weiß man nicht. Ja, Inias sagt, die sind Muslime geworden. Inias, was sagt er da? 100 Jahre? Was 100 Jahre? Es gibt darüber verschiedene Meinungen von Gelehrten. Ja? Aber wir können das nicht 100% sagen, weil wir keinen richtigen Beweis haben. Manche Gelehrte haben gesagt, er wurde morgens, also in der Nacht, wurde er... in der Nacht wurde er vom Wal quasi gegessen, ja, oder geschluckt, runtergeschluckt besser gesagt, und nachmittags wurde er ausgespuckt, also einen halben Tag. Manche sagen ein paar Stunden, ja, von morgens bis nachmittags. Allahu a'lam, nur Allah weiß ganz genau, wie lange das war. Okay, ganz genau weiß, wissen wir das sowieso nicht. Und das war inshallah die Geschichte von Yunus a.s. Sumeya, kannst du bitte deinen Bruder ins andere Zimmer oder nach oben bringen? Der soll bitte oben irgendwo spielen, ja? So, inshallah ta'ala sind wir fertig mit dem Unterricht, ja? Wenn ihr wollt, können wir noch ganz kurz einen Quiz machen. Ja, können wir. Wollt ihr? Ja, aber wir waren... Doch! Ali, hör nicht auf die. Doch! Quiz! Okay, Quiz. Jeder schreibt Quiz. Jenna, man kann, du hast einen Hijab ausgezogen, dann kommst du vor die Kamera. Hast du voll vergessen. Okay. Ihr müsst alle. Okay, Quiz oder aufhören? Quiz! Quiz! Komm, Quiz! Guck, mehr wollen Quiz! 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 Alle wollen Quiz aufhören! Quiz! Quiz! Er hat auch gesagt gerade.
Also? Quiz. Ja. Ja. Okay, Fatima und Kaswara und Hudaifa. Quiz. Quiz. Julie ist auch Quiz. Vier. Noch ein. Vier. Wir sind fünf. Oh ja, okay, wir sind fünf. Okay, halas. Amar auch. Alle sagen Quiz. Und wir alle auch. Dann machen wir schon ein Quiz. Okay. Alle sind Wir machen so wie letzte Woche, okay? Nein, ich mach nicht. 5 Fragen Instagram, 5 ja. Fragen Facebook, 5 Fragen YouTube und 5 Fragen für euch, okay? Mhm. 20 Fragen insgesamt. Okay, Amin ebenfalls. Irgendjemand hat euch geschrieben, ihr seid so süß, möge Allah euch segnen. Ja? Amin ejma'in. Ja, irgendjemand hat euch gesagt, ihr seid süß, mashallah. Obwohl ihr gar nicht lächelt, obwohl ihr so viel stört, obwohl ihr Safia hier Purzelbäume spielt und ja, im Kreis und alles macht. Okay, also, die erste Frage an die die erste Frage fangen wir an bei rechts, also rechts von mir, Facebook. Die erste Frage ist, die erste Frage ist, welcher Prophet hat vom Baum gegessen, von dem er nicht essen durfte? Ich weiß. Wer beantwortet sie als erstes? Nein, die Frage ist an ihr Facebook, nur auf Facebook gestellt. Die anderen können das schreiben, also YouTube oder Instagram, die anderen können das schreiben, aber hier bitte keiner sagen. Allahumma amin ajma'in. Also, welcher Prophet hat vom Baum gegessen? Ich weiß schon, Obwohl er das nicht durfte. Bitte. Na, nein, ich weiß, dass ihr es wisst. Ja, aber ich will das wissen von den Leuten hier, von Jolie. Richtig, Adam a.s. Jolie hat einen Punkt. Aber Jolie, du musst nur bei Facebook mitmachen, ja? Okay, jetzt an Instagram, weil Julie war letzte Woche auch irgendwie bei, auch in Instagram drin. Okay, jetzt, die Frage geht an Instagram, ja, an die Besucher über Instagram. Welcher Prophet hat ein Schiff gebaut in der Wüste? Ist das Instagram? Ja, das ist Instagram. Nein, nein, hier ist Instagram. Okay, welcher Prophet hat ein Schiff gebaut in der Wüste? Mashallah. Hudaifa, Fatima und Qaswara. Wenn ihr eine Antwort schreibt, ihr seid ja zu dritt zu Hause, dann schreibt mir bitte auch, wer es geschrieben hat von euch. Ja? Ammar, glaube ich, hat auch Nuh gesagt. Selma, Sumaya auch Nuh. Mashallah, alle sagen Nuh, aber es ist alle zu spät. Ja? Also die richtige Antwort ging nach Hagen an Hudaifa, Fatima oder Qaswara. Sehr, sehr gut. Ein Punkt an euch. Allahumma barik. Nein, Derya ist nicht in Hagen. Derya ist in... Vielleicht will man das nicht... Ah, Sumeya und Selma. Ja, ich glaube, die sind auch in Hagen, ne? Ja. Ja, kann sein, dass sie auch in Hagen sind. Okay, nächste Frage an YouTube, weil heute sind YouTube auch 12 Leute sind dabei, mashallah. Immer 13. Ja, obwohl wir gar nicht... obwohl wir noch gar nicht so viele Follower haben. Ist ja noch ziemlich neu. Ah, mashallah. Schau mal, Sumeya und Selma sind auch aus Hagen. Ja? In Hagen wohnen auch Fatima, Qaswara und Hudaifa, mashallah. Aus derselben Stadt. Also, die nächste Frage geht an die Geschwister in YouTube. Und die Frage ist, welcher Prophet wurde ins Feuer geworfen? Welcher Prophet wurde als Strafe von seinem Volk, von den Ungläubigen, ins Feuer geworfen? Die erste Frage ist für alle einfach. Okay? Für uns? Nee, nein, die Frage geht hier an YouTube. Ja, die Geschwister, die in YouTube live sind. Danach seid ihr. Ja, aber die Fragen dürfen nur von Kindern beantwortet werden. Ja? Wer ist das? Ilias sagt Ibrahim und Ilias... Richtig. Ilias war der Erste. Ja? Wer ist eigentlich dieser Ilias? Der Ilias. Ist das unser Ilias hier aus Leicester City? Ja.
Ja. Ah, das ist, glaube ich, dein Bruder, Safia. Ja? Sie ist da. Sie ist da, okay. Ich glaube, dein Bruder, ja? Ja, jemand hat das noch geschrieben, auch Ibrahim, aber leider nicht als erstes. Okay, ein Punkt an Elias. Nächste Frage geht an euch hier im Raum. Ja. Okay. Wer war der Vater von Fatima radiallahu anha? Bitte. Okay, als erstes Safia. Ich weiß nicht. Die zeigt auch, der sagt, ich weiß nicht. Hast du gehört, Elias? Deine Schwester sagt, ich. Dann sagt die, ich weiß nicht. Wir sagen gleichzeitig. Okay, ihr drei gleichzeitig die Mischung. Eins, zwei, drei. Warte, sag mal mal. Der Vater von Fatima. Mohammed, richtig. Ja, ich habe einen Sohn. Ich wollte das sagen. Okay, Khadija hat aber zuerst aufgezeigt. Nein, ich. Nein. Du kannst gleich, inshallah, okay? Also ein Punkt an Khadija auch. Yes. Nein, ich. Aber sie hat es vor dir gesagt. Nein. Okay. Zweite Frage an Geschwister, die Kinder im Facebook. Die nächste Frage ist ein bisschen. Du hast doch gesagt fünf Fragen. Immer abwechseln im Kreis. Bam, 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 bam. Okay? Ich dachte fünf. Nein. Ja, jeder fünf Fragen. Okay, schneller jetzt. Ja, sonst dauert es zu lange. Nächste Frage: Facebook. Wer war der Prophet, der. Nein, nicht wer war der Prophet, das ist zu einfach. Welcher Sahabi war mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei der Hijra unterwegs von Mekka nach Medina und dann waren sie in dieser Höhle versteckt? Wer weiß das? Ich weiß das. Weißt du es? Du weißt es. Khadija, weißt du es auch? Okay. In Facebook, wer weiß das? Instagram, wer weiß das? Oh, Hamza und Asya sind auch dabei. Wer hat das gewusst? Hamza oder Asya? Bestimmt Asya. Asya. Hamza. Jeder weiß. Julie, mashallah, Julie, zweiter Punkt. Ja? Abu Bakr ist richtig, ja? Abu Bakr al-Siddiq war mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Höhle unterwegs, ja? In der Hijra von Mekka nach Medina. Okay, nächste Frage geht an Instagram. Und die nächste Frage ist, wer war die Frau, ja? Die Mutter von Fatima radiallahu anha. Die Mutter von Fatima. Fatima ist die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte viele Frauen. Ja? Wer war die Tochter. Mutter von Fatima? Ich weiß das. Oh, mashallah. Zweiter Punkt geht nach. Ich wollte das. Dass die Frage ist doch gar nicht an euch gerichtet. Ja? Khadija ist richtig und schon wieder waren die zu schnell. Oh, die zwei ersten Antworten beide nach Hagen. Ja, also Fatima oder Hudayfa und direkt auch Sumayya Selma. Haben beide Khadija gesagt. Khadija radiallahu anha ist richtig. Nächste Frage geht hier an YouTube. Und zwar ist die nächste Frage: Welcher Sahabi, wer war der stärkste Sahabi im Kampf? Der wurde genannt ein Schwert von den Schwertern Allahs. Ja, wer war einer der allerstärksten Sahaba radiallahu anhu im Kampf mit dem Schwert? Wer war das? Du glaubst, du weißt das? Ich auch. Musa. Ich glaube, ich weiß es nicht. Oh, mashallah. Wer hat da geantwortet? Wer ist das? Ich kenne die Namen gar nicht. Ist das ein Kind? Wenn ja, bitte nur Vorname und Alter. Oh, Elias. Schade, Elias. Du warst auch? Aber niemand war schneller. Wer hat diese Frage beantwortet? Wer ist Rehat Begoski? Welches Kind ist das? Vorname und Alter bitte.
Wer hat das geschrieben? Damit wir hier fair sind. Kann mal bitte die Antwort schneller kommen? Weil ich will nur überprüfen, dass es auch wirklich ein Kind war und nicht diese Antwort von einem Erwachsenen kam, oder, ne? Weil das wäre dann ungerecht. Unfair. Unfair meine ich, ja? Unfair. Ungerecht auch. Ibrahim, 9 Jahre. Ibrahim, sehr, sehr gut. Ich heiße auch Ibrahim. Mashallah, sehr, sehr gut. 9 Jahre. Und du warst auch schneller als Elias. Ja, Elias ist ein bisschen jünger als du. Okay, nächste Frage geht an euch hier im Raum. Okay. Und die Frage ist... Die Frage ist... Ein bisschen schwer. Ein bisschen schwerer? Nein, leichter. Nein, leichter, ein bisschen... Leichter? Schwerer, die sind so einfach. Hä? Ja? Mach nicht schwerer, was ist das? Okay, wie heißt... Wie heißt... Mach schwer. Könnt ihr bitte aufhören, mit dir damit zu spielen? Könnt ihr bitte aufhören? Fangt jetzt auch wieder an, die kleinen Kinder. Hä? Summe ja, Khadija. Ich nicht. Die versteckt sich. Okay, die nächste Frage ist... Welche Sache... Ne... Ich wollte über etwas über das Gebet fragen, aber das mache ich jetzt danach, ja? Nein, mach das bei uns. Nein, mach das danach. Wer war das jetzt bitte? Das war Khalid ibn Walid. Entschuldigung, ich habe das gar nicht gesagt. Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, das war dieser Sahabi. Okay? Jetzt will ich gerne von euch wissen, es gab einen anderen Sahabi, der hat... 2 Töchter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet. 2 Töchter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Die 2 Töchter heißen Ruqayya und Umm Kulthum. Ein Sahabi hat beide geheiratet. Eine geheiratet, dann ist sie gestorben, dann hat er die andere geheiratet. Wer ist dieser Sahabi? Das haben wir doch letztes Mal in den Quiz gemacht. Wer weiß das? Weißt du es noch, Jenna? Der weiß es. Weißt du es nicht, Jenna? Hast du nicht aufgepasst, Jenna? Hä? Hast du nicht aufgepasst, chinesische Frau, du? Ching chong, ping pong, ping pong, ping pong. Nur Omi ist echt nicht. Also, okay. Alle drei. Nein, du hast schon... Musa? Oma. Nein. Roma! Falsch. Nein, bitte, Musa. Ja, falsch. Usama? Ali. Ali ist auch falsch. Khadija? Abu Bakr ist auch falsch. Ich wollte auch Ali sagen. Oh Mann, jetzt habt ihr noch einen. Wer fehlt noch von den besten Sahaba? Nein, du hast schon eine falsche Antwort. Wer eine falsche Antwort gibt, der darf nicht mehr. Ich weiß nicht. Nein, nicht Abu Bakr, nicht Omar, nicht Ali. Einer fehlt noch von den 4 besten Sahaba. Muawiya. Ich weiß nicht. Falsch. Ist einfach... Nur der erste Wort. Wow, jetzt auch falsch. Wir müssen Musa, Ali. Musa? Abu Bakr? Abu Bakr. Omar? Ali? Nein, einer kommt vor Ali. Wer ist der drittbeste Muslim auf dieser Erde? Abu nach Bakr, den Propheten? Ali? Abu Bakr, Omar? Omar? Uthman. Ja, Uthman ist richtig. Ja. Ich gebe mal Musa einen halben Punkt, ja, weil er hatte die erste Antwort falsch. Uthman, wie könnt ihr das vergessen haben, Mensch? Oh, der hat ja, auch einen haben wir das nicht im Test gehabt? Nein. Die Khulafa Ar-Rashidin, die 4 besten Sahaba? Nein. Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Ja, wir haben bestimmt das mal erwähnt, dass Uthman die 2 Töchter von Muhammad geheiratet hat. Ja, haben wir auch. Ihr habt es einfach vergessen. Ja. Okay, also, nächste Frage, Facebook. Ja, oder wir vergrößern das. Jeder... alles 3 Fragen, ja? Jeder kriegt 3 Fragen, nicht 5. Dann dauert das zu lange. So, nächste Frage. Nennt mir eine Sache im Gebet, die eine Säule ist, die Pflicht ist. Wenn man die nicht macht, zählt das Gebet nicht. Eine Sache im Gebet. Ja? Nennt mir eine Sache im Gebet drin, wenn man betet. Ja?
Wenn man das nicht macht, dann zählt das Gebet nicht. Facebook Nummer 1. Schneller, schneller, schneller. Wer ist als erstes? Wer ist als erstes? Jetzt kommt die Antwort. Und ich will eine richtig, richtige Antwort. Keine halbe richtige Antwort, okay? Okay. Wer hat den 40er geschrieben? Stopp. Wer hat den 40er geschrieben? Julie, jemand war vor dir. Also in Medin, ich habe wieder den Namen vergessen. Subhanallah, ich vergesse immer den Namen. Abdullah? Hamza. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, wer war das? Yusuf, ja? Jazakallah, Yusuf, ein Punkt an dich. Richtig. Al-Fatiha. Okay, Al-Fatiha ist richtig. Frage an Facebook. Nenne mir eine andere Sache, ja? Eine andere Sache, die Pflicht ist im Gebet, ohne das zählt das Gebet nicht. Aber nicht das, was schon geschrieben wurde. Ihr dürft jetzt nicht schreiben, Al-Fatiha. Und ihr dürft auch nicht schreiben, okay, das, was halt steht bei euch, das, was ihr lesen könnt. Okay? Eine andere Sache, die Pflicht ist im Gebet, sonst zählt das Gebet nicht. Wer sagt was? Als schnellstes. Schnell. 1, 2. 3. Okay, Mascha, wer hat das geschrieben? Fatima oder Hudayfa? Oder vielleicht, das war bestimmt Aswara. Ja? Okay. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Aber die richtige Antwort, man darf nicht nur Allahu Akbar sagen, weil nur der erste Allahu Akbar. Gut, Hudayfa. Hudayfa ist auch wieder ein Punkt. Ja? Der erste Allahu Akbar im Gebet, dieser Allahu Akbar, oder dieses Allahu Akbar ist eine Säule vom Gebet. Wenn man das nicht macht, zählt das Gebet nicht. Ja? Die anderen, Takbiratul Intiqal, ja, die Bewegungs-Allahu Akbar, runtergehen, hochgehen und so. Ja, die sind nicht Pflicht. Also. Nächste Frage an YouTube. Nenne mir noch eine Sache, die eine Pflicht ist im Gebet, sonst zählt sie nicht. Wer kann mir das sagen? Wir haben schon Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, und wir haben Al-Fatiha. Wer kann mir eine andere Sache sagen von den Geschwistern? Nichts mehr schreiben bitte bei Facebook und Instagram. Keine Antworten mehr schreiben bitte. Jetzt ist die Antwort nur für YouTube und danach für die Leute, die hier im Raum sind. Wudu, das war von Ilyas. Ilyas, das ist falsch. Wudu ist nicht eine Sache im Gebet, sondern vor dem Gebet. Eine Bedingung. Wenn du das nicht hast, dann zählt das Gebet nicht. Aber meine Frage war, was macht man im Gebet? Rukur hat jemand geschrieben. Okay, Netzwerk hat geschrieben Rukur. Ja, also runtergeschrieben. Rukur, Netzwerk, wer bist du, wie alt bist du? Vorname und Alter bitte. Wie darf ich die beantworten? Einen Moment. Danach seid ihr dran. Ja? Netzwerk, Vorname und Alter bitte. Damit wir wissen, dass es auch Kinder sind. Ja, damit ich fair bin zu den anderen. Fair. Bilal 13. Na, Bilal, du bist eigentlich ein bisschen zu alt. Ja? Der Kinderunterricht ist eigentlich 5 oder 4 bis 11. Aber wir drücken mal ein Auge zu, weil auf YouTube sind ja sowieso nicht immer viele Leute, okay? Also, Bilal, ein Punkt, okay? So, die nächste Frage hier im Raum. Was muss man noch machen im Gebet, damit das Gebet gültig ist? Eine Pflicht im Gebet. Osama zuerst. Du hast es gesagt, im Gebet. Im Gebet. Was muss man im Gebet machen, damit das Gebet zählt? Beziehungsweise wenn man das nicht macht. Safir, warum spielst du? Setz dich mal bitte hin. Warum spielst du? Machst du Saltos und Tanzen und so? Ich tanze nicht. Ja, was war das? Was ist das, was du machst? Ich tanze nicht. Setz dich doch mal mit. Mach doch mit, Habiba. Du willst auch kommen. Willst du das nächste Mal zu Hause bleiben? Willst du gerne kommen? Ja, dann bleib mal sitzen und mach mit, Habiba. Du, ich nicht. Bitte, ich weiß. Okay. Bitte, ich hab zuerst. Osama wollte es doch. Ich hatte keine. Okay, Sumeya, eine Sache. Was muss man im Gebet machen, unbedingt, damit das Gebet zählt? Wie heißt das jetzt? Richtung Karabin. Ja. Das ist richtig, aber das ist leider nicht im Gebet drin, sondern
wenn du das Gebet anfangen willst, dann musst du die Qibla machen. Ja, dann musst du die Richtung. Jenna, was muss man im Gebet machen, damit das Gebet zählt? Du kannst einen Punkt kriegen, wenn du das weißt. Welche Sachen muss man im Gebet machen? Warte, lass mal erstmal Jenna, die hat noch keine Antwort, keinen Punkt. Ich habe nur einen. Jenna, überleg mal, im Gebet, was muss man unbedingt machen? Ja, wir haben schon Fatiha, wir haben Allahu Akbar am Anfang, wir haben Ruku' runtergehen zum Gebet, Ruku' so machen. Was muss man noch machen? Also, so gehen? Ja, wie? Ruku' nur so runtergehen, halb oder ganz am Mund? Weil halb hat ja schon jemand gesagt, Ruku'. Oh, dann ganz runter. Ganz runtergehen, Sujud heißt das doch, ne? Sajda machen. Okay, ist richtig. Okay, Sujud ist richtig. Jenna kriegt auch einen Punkt, inshallah, ja? Khadija, noch eine Sache? Ja, Tashahud. Tashahud, ja? Ist auch richtig. Usama, noch eine Sache? Musa meine ich. Musa? Salam sagen. Salamu alaikum sagen am Ende, ist auch richtig. Ich hab drei Punkte. Ja? Das sind alles, genau, Tahiyyat hat der... Ilyas hat Tahiyyat, Tashahud. Richtig. Ja? Alles richtige Antworten, mashallah. Okay, nächste Frage. Was muss man unbedingt machen, damit der Wudu zählt? Was muss man machen? Was ist Pflicht beim Wudu machen? Bitte. Nein, Facebook als erstes. Nein. Wie viele Mal haben wir noch? Erste Frage an Facebook. Schnell. Wer ist als Schnellstes? Wer ist schneller am Tippen? Safia fällt fast vom Stuhl. Ja, weil die so eine Maus, die immer fiel. Darf ich nicht drehen? Damit du was? Was machst du? Kannst du dich was? Drehen? Okay, ja. Nein, einfach sitzen, Habiba. Okay. Yusuf hat gesagt, Gesicht waschen. Gesicht waschen ist richtig. Ein Punkt. Julie ist zu spät. Nummer zwei an alle, die bei Instagram dabei sind. Die nächste Sache. Was ist noch Pflicht beim Wudu machen? Nee, Quatsch. Nächste Frage an Instagram. An Instagram habe ich eine andere Frage, ja? Stopp. Wieder zurück. Eine Frage, eine richtige Antwort will ich von euch haben. Und zwar eine Sache, die Wudu wegmacht. Ja? Oh. Wenn man das macht, hat man kein Wudu mehr. Eine Sache. Wenn du... Psst, halt leise. Hallo, seid ihr leise bitte? Okay, Muslima 1986. Leider deinen Namen wieder vergessen. Ja? Okay. Ja, richtig. Okay? Wenn man Luft rauslässt. Ja, das heißt Gas. Ja? Sumaya sagt Gas. Okay? Also, wer hat das zuerst geschrieben? Muslima 1986. Ja? Richtig, ein Punkt. Nächste Frage an YouTube. Ja? An YouTube. Nennt mir noch eine Sache. Alles richtig, aber 1986 war am schnellsten. Okay, nächste Frage geht an YouTube. Und da bin ich wieder, nenn mir eine Sache, weil das haben wir auch damals im Test gehabt. Ja, wenn ihr euch erinnern könnt, im Ramadan haben wir einen Test gehabt. Und die Frage ist jetzt, nenn mir eine Sache, die das Fasten ungültig macht. Eine Sache, die Fasten ungültig macht. Essen. Nein. Jenna, du hattest einen Punkt. Jetzt hast du einen halben Minuspunkt. Okay? Weil du hast einfach reingerufen. Ja, genau. So. Und nenn mir zwei Sachen, was das Fasten ungültig macht. Zwei Sachen. Du willst jetzt schlafen, ne? Ich auch. Zwei Sachen habe ich gesagt, YouTube.
Essen, okay. Ilias, 2 Punkte. Essen und Trinken. Richtig, Mascha. Essen und Trinken. Nächste Frage geht an euch hier im Raum. Hier bei euch, jetzt hier die Leute hier im Raum sind. Und die nächste Frage ist ein bisschen eine schwere Frage, okay? Hier sind 9, hier sind 11. Okay. Die nächste Frage ist. Sumaya, warum aufweichst du dich? Okay, mach eine gute. Eine schwierige Frage. Eine saftige. Bitte? Eine saftige. Eine saftige Frage? Eine saftige Frage. Eine saftige Frage? Was ist eine saftige Frage? Eine sehr gute Frage. Eine sehr gute, salzige Frage. Saftig eine und Pommes. Und süß. Okay. Die Frage ist. Wir warten bei einer so. Antwort. Es gab einen Propheten. Hallo. Es gab einen Propheten. Hallo, hört ihr bitte auf. Hört ihr auf damit? Es gab einen Propheten, Barakallahu fikum, ja, und dieser Prophet, sein Volk, hat zu ihm gesagt, wir glauben nicht, dass du ein Prophet von Allah bist, außer, dass ein Tier rauskommt vom Berg. Vom Stein. Von einem Stein, vom Berg, vom Felsen soll einmal ein Tier rauskommen. Was war das für ein Tier? Safia sagt eine Kuh. Eine Kuh ist falsch. Ein Moment. Ansari, bitte lass es bitte. Ja, Ansari, wie alt bist du eigentlich? 5. Was? Du bist 5 und du bist nur am Spielen? Du hörst ja gar nicht zu. Okay, sag mal die Antwort. Welches Tier? Ein großes Tier. Welches Tier sollte jetzt rauskommen? Känguru. Nein. Ein Känguru? Alle auf einmal. 1, 2, 3. Kamel. Kamel ist richtig. Ja. Alle 1 Punkt, okay? Ich habe 3. Okay, also. Nicht. Ein Wolf? Nein. Ein Kamel und es war ein schwangeres Kamel, ja? Kamel. Und dann haben die aber nur Milch getrunken. Wir wollen den Füßen und dann, ja. Ja, jetzt willst du die ganze Geschichte erzählen. Okay, jetzt machen wir schon den Schluss. Es ist schon spät. Ein Moment. Hallo, bitte. Ich bin inshallah nachher nochmal live. Für Erwachsene mache ich einen Vortrag. In ungefähr 2 Stunden oder so. Ich teile jetzt den Flyer, falls ich noch nicht geteilt habe. Ja? Ich wünsche euch einen gesegneten Abend. Bis nächste Woche. Bis an einen neuen Propheten und einen neuen Quiz. Jazakumullahu khairan. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.